Hey Leute, kennt ihr schon die Wassertreter? Mit Sicherheit kennt ihr sie schon, aber ich zeige sie euch trotzdem. Aber bevor es losgeht, habt ihr auch so viel Pech beim Loot und beim Würfeln? Ich war jetzt dreimal den neuen Weltboss und nicht einmal ist ein Token für den Rogue gedroppt. Was ist los? Und wenn es mal droppt, habe ich ja immer so krasse Würfe, das ist Wahnsinn. Letztens ging es auch um einen Token, ein Mitstreiter war dabei, das war ein anderer Rogue. Er würfelt eine 16, ich so, top, das schaffe ich, eine 4. Und letztens Scholo gewesen, da ging es um eine Kiste, um eine verfickte Kiste. Ich 96. So, genug gejammert. Ich wollte euch eigentlich nur kurz einen kleinen Tipp geben. Wahrscheinlich kennt ihr den eh alle schon. Aber ich habe auch ein paar Spieler gesehen, die das noch nicht beherzigt haben, diesen Tipp. Und zwar diese Wassertreter. Die sind richtig nice. Lässt euch für 10 Minuten über Wasser wandeln. Also so wie Jesus ungefähr. Und das Geile ist, es hat eine Abklingzeit von 5 Minuten. Das heißt, ihr könnt es, und es geht 10 Minuten, das könnt ihr sozusagen dann durchusen. Und ja, ihr könnt über Wasser wandeln. Voll geil. Zum Beispiel jetzt hier, wenn ihr zu dieser Insel müsst. Ja, da könnt ihr da hin. Oder wenn ihr wieder zurück muss nach Zul'Gurub zum Rap-Farmen, könnt ihr wieder übers Wasser wandeln, müsst da nicht rumgurken. Und vor allem bei Oni hat es auch seine Vorteile, da könnt ihr direkt vom Schiff rausspringen, Stiefel rein und ihr könnt rüber zu Oni und ihr seid gleich da, wenn es mal schnell gehen muss. Und vor allem jetzt hier halt Phase 5, sehr wichtig, diese Insel hier, da könnt ihr einfach direkt hier rüber gleich, also richtig cool. Eine Abkürzung nehmt zum Westfall und ihr seid gleich beim Flugpunkt, spart ihr euch wirklich viel Laufweg und viel Zeit. Von dem her holt sie euch. Ihr braucht dafür Ruf wohlwollend bei den Hydrixianern. Und zwar, ihr müsst zu diesem NPC hier, der befindet sich genau hier. Dann könnt ihr sie euch holen, kostet ein paar Gold, also nicht wild. Und dann könnt ihr über Wasser wandeln. Das war's mit dem Minitipp. Ich hoffe, ihr kommt gut voran. Wenn ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und schönes Wochenende.